Wir sind die Chillis von der Chillischote und wir wünschen euch viel Spaß. Hallo, ich bin Sophie. Hallo, ich bin Frieda. Und das ist Chilli. Wir sind von der Chillischote. Aus der Schillerschule von der Schillerstraße. Wir sind heute als Außenreporter unterwegs und treffen Lisa Bukwitz in einem Café. Sie ist Olympiasiegerin im Bobfahren. Kommt mit! Wie fühlt man sich als Olympiasiegerin? Ich fühle mich sehr gut, aber ich bin trotzdem noch der gleiche Mensch wie vorher. Und wie werden Sie von Kindern manchmal auf der Hand? Also nicht nur von Kindern, sondern auch von Erwachsenen. Also ich gehe dann auf die Straße oder ich bin in der U-Bahn gewesen, letztens zum Beispiel in Berlin, bin rumgefahren. Und da haben sie gesagt, ja, sie kenne ich doch, sie kenne ich doch. Und dann meinte ich, ja, vielleicht, ich weiß nicht. Ja, sie haben doch hier Olympia und so. Und dann meinte ich, ja, genau, ich war bei einem Spiel. Ach ja, sie sind nicht verrückt. Also ich werde schon, dadurch, dass es irgendwie auch in der U-Bahn irgend so ein Video gespielt wurde von den Olympischen Spielen von uns, dadurch wissen die das irgendwie alle, ich weiß nicht. Wie bist du zum Bobfahren gekommen? Also ich habe ja vorher Siebenkampf gemacht, also Leichtathletik. Und meine damalige Trainerin, die Frau Buder, die meinte, dadurch, dass ich verletzt war, ich soll noch mal Bobsport oder Bobfahren ausprobieren. Und dann bin ich sozusagen das erste Mal in Altenberg runtergefahren. Und das hat mir sofort Spaß gemacht, denn ich wollte halt nie mit Sport aufhören. Und das war sozusagen der zweite Weg, den ich dann gegangen bin. Und ja, jetzt bin ich Olympiasiegerin und anscheinend war es nicht schlecht. Dürft ihr aussuchen, mit wem ihr Bobfahrt? Also, oder mit wem du Also ich darf da gar nichts entscheiden. Das ist meistens, dass die Trainer das entscheiden, wer bei wem fährt. Also bei uns Frauen ist das so. Und bei den Männern, das legt dann der Pilot, also der vorne sitzt, der legt es meistens fest, wer bei wem fährt. Aber bei uns Frauen sind das die Trainer, die das sozusagen festlegen. Wie viele Stunden trainierst du am Tag? Unterschiedlich. Also es kommt immer auf die Phase drauf an, wo ich mich gerade befinde, aber meistens sind es so 5 bis 6 Stunden am Tag. Bist du nervös vor den Olympischen Spielen gewesen? Also eigentlich nicht richtig, es war eigentlich so wie der andere Wettkampf. Und also haben die Jungs eigentlich sehr gut geholfen, die hatten vor uns Wettkampf, die haben uns so ein bisschen runtergeholt und gesagt, hey Mädels, seid nicht so aufgeregt, das ist wie jeder andere Wettkampf, wir müssen nicht aufgeregt sein, das ist zwar Olympia, der Höhepunkt eines Sportlers, aber das hat uns so ein bisschen Sicherheit, glaube ich, gegeben. Aufgeregt und nervös war ich halt zwischen den 2 Renntagen, wo wir halt auf Platz 1 dann lagen, da habe ich dann halt kein Auge zugetan und nicht geschlafen. Du bist Sportsoldatin. Was bedeutet das? Bist du dann richtig bei der Armee? Also ich bin letztes Jahr im September, sozusagen habe ich damit angefangen zur Bundeswehr, also bin ich zur Bundeswehr gewechselt. Vorher war ich bei der Polizei. Das ging zeitlich dann nicht mehr, das konnte ich nicht mehr machen, deswegen bin ich halt zur Bundeswehr gegangen. Und richtig Soldat, jein, bin ich nicht. Ich fange jetzt an im April, für 6 Wochen mache ich meine Grundausbildung. Ich krieg sozusagen, ich darf meinen Sport machen die ganze Zeit und muss sozusagen einmal im Jahr einen Lehrgang oder eine Weiterbildung sozusagen irgendwo machen als Sportlerin, darf aber sonst die ganze Zeit trainieren. Also ich bin da angestellt, krieg da mein Geld, aber richtig Soldatin in dem Sinne, ich muss nirgendwo hin nach Afghanistan oder so. War die Kurve sagen wir es mal so, ja, schon. Ich weiß nicht, bei vielen hat man es ja gesehen, dass du musst wirklich die Kurve neu getroffen haben, dass du halt durch diese Gerade kommst und dann halt da nicht so viel Speed verlierst am Ende. Also ja, aber ist schon entscheidend gewesen. Waren deine Familie und Freunde auch in Korea? Ja, meine Eltern waren da. Also Mama, Papa, die waren sozusagen vor Ort. Meine Freunde, Trainer, die waren alle zu Hause und haben mitgefiebert. Oma, Opa, auch Oma, die ist 98, die sitzt zu Hause. Genau, das waren so, also meine Eltern waren mit. Was sagt deine Familie dazu, dass du Olympiasiegerin? Ich weiß nicht, die sind immer noch außer sich, die können das, glaube ich, noch nicht so richtig fassen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ist, glaube ich, auch so ein bisschen
ich weiß nicht, wie so ein kleines Wunder, wie so ein kleiner Krimi, der da abgelaufen ist, weil wir halt die B-Mannschaft waren und dann am Ende Olympiasieger geworden sind. Das hat die sind alle sprachlos und haben sich aber super riesig gefreut. Also, wow. Also es gibt ein A-Team sozusagen, die Besten, die sozusagen, wo die Trainer und über die Saison fährst du sozusagen beim Weltcup Punkte ein, die sozusagen von den Punkten und von der Trainerbewertung das Top-Team waren. Also die beste Anschieberin und die beste Pilotin saßen da drin. Und wir waren die B-Mannschaft, also ich war die zweitschnellste Anschieberin und meine Pilotin, die Mariama Yamanka, die war die zweitbeste Pilotin sozusagen. Und das nennt man dann sozusagen im Sport B-Mannschaft, also A und B, ja, genau. Also macht deine Familie auch Sport? Also meine Eltern nicht mehr so. Meine Mama geht halt joggen. Mein Papa sitzt im Büro, der macht nichts mehr. Oma, Opa sind zu alt, Uroma auch. Haben mal gemacht. Also mein Papa, der hat früher war der mein Bruder und mein Opa hat damals Handball gespielt. Das waren so, naja, die Sportarten, die gemacht haben, aber jetzt nicht mehr. Wie oft haben Sie eigentlich Gold gewonnen? Also nicht nur bei den Olympia? Ich muss kurz überlegen. Also in der Leichtathletik bin ich einmal Vize deutsche Meisterin geworden, das ist also Silber. Da habe ich aber sozusagen Regionalmeisterschaften, Landesmeisterschaften Gold geholt. Ich bin aber im Bobsport, bin ich schon zweimal Junior- und Weltmeisterin geworden, also da habe ich Gold gewonnen, habe zwei Weltcups gewonnen. Ja. Sie haben ja die Medaille mitgebracht, ja. Und wie schwer ist so eine Goldmedaille? Könnt ihr selber mal testen, wenn ihr wollt. Schon relativ schwer, aber genau weiß ich es nicht. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch das erste, du darfst als nächstes, wenn du magst. Was ist schwer? Man erwartet gar nicht, dass sie so schwer ist. Ja, das ist relativ schwer. Genau, weiß ich nicht, ich glaube 500, 600 Gramm hat die. Also, ich finde es sehr schön, aber schon schwer, wenn man die so tragen würde, wäre das schon sehr schön. Und wie gefällt dir die Farbe mit dem Band und so? Gefällt dir das gut? Mir gefällt es sehr gut. Ich finde es auch sehr schön mit dem Mädchen. Also, ja. Also, dir gefällt es gut? Okay. Wie gefällt dir die? Ja, also ich finde sie auch sehr schön. Sowas hat man ja nicht alle Tage in der Hand. Und die Farbkombination ist auch sehr schön. Also das ist, ja, sehr schön. Und wie schwer ist sie? Was würdest du sagen? Ja, auch so die 500 bis 700 Gramm. Und glaubst du, die besteht aus Echtgold oder besteht die aus was anderem? Ja, das wäre eigentlich auch eine Frage gewesen. Also eigentlich habe ich keine Ahnung, vielleicht... Blattgold, ich glaube, aber so also, genau weiß ich das jetzt auch nicht. Ich klär kurz auf. Also die besteht aus echtem Silber sozusagen und wurde, ich glaube, mit 6% oder 6 Gramm Gold sozusagen ummantelt. Ja, genau. Wie haben Sie die Olympischen Spiele verfolgt? Ich jetzt speziell? Ja. Also wir haben auf dem Zimmer einen Fernseher gehabt, wir konnten halt vor unserem Wettkampf, wir waren relativ spät dran, nicht so viel, nicht so viel sozusagen besuchen, weil vor deinem Wettkampf, du musst dich halt fit halten und willst halt nicht so viel hin und her laufen und das, da musst du sozusagen den Körper ein bisschen schonen, deswegen haben wir halt auf dem Zimmer alles mitverfolgt, das war so unseres und nach dem Wettkampf waren wir dann auch bei Wettkämpfen, also direkt dort, zum Beispiel beim Biathlon oder beim Bobfahren der Männer, genau das haben wir uns dann angeguckt. Es gibt generell eigentlich bei den Frauen keinen Viererbob, es gibt nur Zweierbob. Das liegt daran, dass es einfach, da wirken noch andere Kräfte auf den Körper. Und naja, Frauen sind ja, sag ich mal, es wird immer gesagt, dass wir nicht so stabil sind und allem drum und dran. Das gibt es also sozusagen nicht. Frauenbob generell gibt es ja noch nicht so lange. Deswegen haben wir halt nur den Zweier, die Männer haben einen Zweier und Vierer. Es gibt aber schon Frauen, die vorne einen Vierer fahren, aber eine Männerbesatzung zum Beispiel drin haben. Aber das wurde jetzt noch nicht durchgesetzt oder ist noch nicht sozusagen für den Wettkampf bereit. Ich gehe mal davon aus, dass Sie noch länger Bob fahren wollen. Und was nehmen Sie sich für die Zukunft dann vor? Also ich genau wie lange ich Bob fahren machen will oder möchte, weiß ich nicht.
Ich mache das so lange, wie mein Körper oder je nachdem, wie meine Motivation auch ist, wie ich das so lange, wie ich machen möchte. Man kann es relativ lang machen. Also der Kevin Kuske, der ist jetzt 40 geworden, das ist halt aber auch ein Mann. Ich will jetzt sozusagen von der Anschieberin zum Piloten wechseln. Will sozusagen vorne an die Lenkseile. Das ist sozusagen mein nächstes Ziel, dass ich dann bei Olympia als Pilotin dort stehe und dann vielleicht da eine Medaille mache. Kannst du dir die Landschaft und Kultur in Korea auch ansehen? Ja. so viel gibt es da nicht zu sehen. Also es ist sehr karg alles, sehr trockene Luft, nicht so viele Bäume, wie wir das hier haben. Wir waren einmal in Seoul, da haben wir einen Ausflug gemacht, das war von Edeka aus, da durften wir sozusagen nach Seoul fahren und durften dann von Restaurant oder von Foodbar zu Foodbar sozusagen gehen und da uns durchfuttern. da haben wir halt auch so ein bisschen die Stadt gesehen und so. Wir waren aber vor den Olympischen Spielen, waren wir auch schon mal da für 3 Wochen. Das war sozusagen so ein Trainingslager und da haben wir halt auch noch ein paar Tempel und allem drum und dran sozusagen auch schon besucht. Also ein bisschen vom Land hat man schon gesehen. Wie und wo trainierst du? Du hast ja Pilotinnen aus Hamburg, aus Thüringen, Sachsen, also wie und wo? Okay. Also ich trainiere speziell in Potsdam. Da ist sozusagen mein Stützpunkt. Da mache ich mein Athletiktraining. Also von April bis September bin ich dort und mache halt alleine mit meiner Trainingsgruppe. Also da sind halt andere Jungs und Mädels, die in anderen Teams auch sind. Und ab September ist es dann so, dass wir von Bobbahn zu Bobbahn in dem jeweiligen Team oder in der Gruppe sozusagen rumreisen. Also Altenberg, Winterberg und Königssee, das sind sozusagen erstmal die ersten Stationen und dann gibt es so Selektionen und da wird dann sozusagen entschieden, wer Weltcup fährt, wer Europacup fährt. Genau, aber sonst im Sommer bin ich eigentlich, mache ich für mich allein mein Athletiktraining. Das ist immer so, also jeder hat einen Stützpunkt und da trainieren wir sozusagen. Genau. Wie oft bist du mit dem Bob schon umgefallen? Ich bin, ich muss kurz überlegen, 5-mal bin ich schon gestürzt. Also ich glaube 3-mal in Winterberg, 1-mal in Altenberg und 1-mal in Whistler. Und der in Whistler war eigentlich so der schlimmste. Obwohl man, also die Stürze an sich, das sieht immer sehr dramatisch aus im Fernsehen, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man nur auf die Seite so ein bisschen kippt. Ja. Und was ist da passiert beim Stürzen? Also wir sind, deswegen war der halt so schlimm, wir sind halt in der Kurve 6 gestürzt, das ist halt relativ weit oben und dann rutscht man sozusagen, ich glaube es gibt dann 18 Kurven und du rutscht dann halt die ganzen Kurven bis unten auf der Seite. Das war halt relativ lang und deswegen war das eigentlich so sehr unangenehm. Ja, aber sonst passiert da nicht viel. Also du hast halt einen Helm auf und dann, klar, du liegst auf der Seite und dann rutschst du halt mit dem Kopf auf dem Eis lang, aber sonst ist das eigentlich relativ... Ja, du fällst, also der Bock stürzt ganz leicht sozusagen hin, also ist nicht schlimm. Was motiviert sie oder was bedingt sie auf die Palme? was motiviert mich? Eigentlich meine Familie, die geben mir sehr viel Kraft. Mein Freund, meine Freundin sozusagen, die ich habe, also hier sozusagen Freunde sein. Das ist eigentlich so mein Ansporn, dass die sozusagen durch den Erfolg oder dadurch, dass ich, was ich halt tue, dass die so viel Freude daran haben und Spaß haben und ich sie so begeistert, das motiviert mich eigentlich so, dass ich meinen Sport mache und weitermache. Das bringt mich auf die Palme. lass mich überlegen. Schwierig. Eigentlich, wenn ich selber nicht das bekomme, was ich will. eigentlich, wenn es unordentlich ist in der Wohnung. Das bringt mich auf die Palme, wenn ich selber daran schuld bin. Ja. Sind Sie gerne in die Schule gegangen? In die Grundschule, ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles, was danach kam, war ganz schön anstrengend. Aber in die Grundschule bin ich sehr gerne gegangen. Welche Fächer machen Sie eigentlich in der Grundschule am meisten? Natürlich Sport, Musik, Kunst und eigentlich Biologie und Geografie, das waren so meine Lieblingsfächer. So Mathe, Deutsch, Welche Art von Musik hören Sie am liebsten, wenn Sie mal Freizeit haben? Eigentlich alles. Ich bin da sehr
offen. Also Musik, ich höre auch manchmal klassische Musik oder Pop oder Rock, also eigentlich alles. Okay, ja. Welche der drei Dinge würden Sie auf eine einzelne Insel mitnehmen? Das sind immer lustige Fragen. Was würde ich mitnehmen? Meine Eltern? Ein Messer? Und mein Freund. Okay. Wenn Sie aber Person mitnehmen, dann wäre die Insel ja gar nicht mehr einsam. Nee. Okay, dann nur Gegenstände, warte kurz. Dann nehme ich ein Messer mit. Eine Jacke. Und was zu essen. Hast du vor deinem Spiel immer so Glücksbringer? Ja. Ich habe ein Kuscheltier. Also es ist so ein kleiner Hund. Der ist eigentlich die ganze Zeit immer mit dabei. Das ist so mein Glücksbringer. Ich habe aber auch von meiner besten Freundin so einen Niki-Anhänger mit einem Schaf bekommen, also wo ein Schaf drauf ist. Und von meinem Trainer ein und von meinem Olympiastützpunkt. Die haben mir so einen kleinen aus Origami gefalteten, wie nennt man das, Schwan oder sowas war das? Nee, Kranich. Und der steht halt für Glück und allem drum und dran. Und das haben die mir geschenkt. Das waren so meine Glücksbringer, die eigentlich die ganze Zeit mit waren. Das Tollste an dem Treffen war, dass Lisa sogar ihre Olympia-Goldmedaille mitbrachte und wir sie uns umbinden durften. Einfach toll! Wir hatten einen super schönen und interessanten Nachmittag. Vielen herzlichen Dank an Lisa. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Schillis von der Schillischote aus der Schillerschule in der Schillerstraße.